Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich komme gerade von der Arbeit und der Postbote war in der Zwischenzeit da und hat die Pinkbox vorbeigebracht. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und da auch dieses Video eine Kooperation ist, darf ich tatsächlich eine Pinkbox an einen von euch verlosen. Alle Infos dazu stehen unten in der Infobox. Schau einfach mal vorbei. Und jetzt mache ich mal mit euch zusammen das gute Stück auf. Ich bin ultra gespannt. Es ist Februar, Valentinstag, Karneval. Leute, mal schauen, was so in dieser Box drin steckt. Oh, ich hatte ganz vergessen, Oscar ist ja auch noch. Denn die Box steht unter dem Motto Glamour Movie Night. Ja, guck mal, ist das nicht ein cooles Design? Das ist so ein bisschen retromäßig, ne? Das gefällt mir richtig gut. Ich habe das mit den Oscars nie so wirklich auf dem Schirm. Ich höre das jetzt wohl im Radio, dass diese ganzen Diskussionen sind, dass die ja die ein oder anderen Awards in den Werbepausen so vergeben wollen und dass es da halt mega die Diskussion gibt. Aber ansonsten, ich gucke das nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, ansonsten haben wir hier auch schon mal lecker Yams drin. Das ist von Red Band Fruchtgummi Assorti. Original holländische Qualität. Oh, lecker. Die mag ich ja so richtig gerne. Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen. Gehe einfach auf couchstyle.de/pinkbox und sichere dir die aktuelle Ausgabe des Couch-Magazins. Guck mal, das heißt, die haben jetzt dieses Mal kein Magazin mit beigelegt, sondern einfach als ja, E-Paper, ne? Kann man sich das anschauen. So, hier haben wir die Box. Dann schnuppern wir mal, wie sie so riecht. Die riecht nach einem Buch. Kennt ihr das, wenn ihr ein Buch habt, was ganz neu ist und ihr dann so in den Seiten blättert? Oh, ich liebe den Geruch, ja, ne? So Druckerschwärze ist das ja quasi. So riecht das. Was stelle ich mir denn unter Glamour Movie Night vor? Also, ganz ehrlich, wenn ich einen Filmeabend habe, dann ziehe ich mir einen Jogger an und bin da ganz entspannt. Aber ich glaube, hier drin wird kein Jogginganzug drin sein, oder? Nee. Aber weiß ich nicht, vielleicht irgendwie so Plüschi-Socken? Fände ich ja auch nicht verkehrt. Genau, die Pinkbox als kleine Info zwischendurch kannst du dir ja entweder im Abo für monatlich kündbar holen. Dann kostet die ungefähr 15 Euro pro Monat. Und wenn du dir das im Jahresabo holst, dann kriegst du einen Rabatt und dann hast du die für 12,50 Euro nur noch im Monat. So, dann machen wir mal hier das schöne pinke Schleifchen auf. Hier ist auch wieder das Seidenpapier. Dann steht hier auch wieder drauf With Love. Finde ich ja immer total super. Das ist immer sehr charmant. So, und hier geht die Party schon das Magazin, los, ne? Wo drin, was drin ist und ein paar Tipps und Tricks und keine Ahnung. Wenn da irgendwas Interessantes drinstehen sollte, schreibe ich euch das wie immer unten in die Infobox rein. Hier auch wieder Werbung, Gutscheine, wie auch immer. So, dann greife ich mal rein und hole als erstes raus von Fräulein B. Berlin Beauty, ein Macaron Sponge. Guck mal, das ist ein Make-up-Schwämmchen. Oh, wie geil ist das denn? Und das ist in der Form von einem Macaron. Interessant. Muss ich mal testen, ne? Also bislang habe ich halt so die ganz normalen Make-up-Schwämmchen von Real Techniques oder so von Amazon habe ich auch welche. Aber das ist ja mal ganz spannend. Richtig spannend, ne? Der fühlt sich ja sehr, sehr, sehr weich an. Sehr angenehm. Und das hier. Ich weiß nicht, wofür das dann gut sein soll, diese Rillen. Normalerweise hast du ja diese abgeflachte Kante oder eine Spitze oder so, um besser irgendwo reinzukommen. Aber das ergibt für mich relativ wenig Sinn. Aber ansonsten kannst du damit auf jeden Fall deine Foundation gut einarbeiten. Unter den Augen, ja, könnte klappen. An der Nase, naja, dadurch, dass es halt ein bisschen flacher ist. Aber ich denke, wenn er mit Wasser in Berührung kommt, wird er auch ein bisschen größer werden. Ich bin mal gespannt. Also in meinem nächsten Schminkvideo werde ich den auf jeden Fall mal benutzen mit euch, um zu gucken, ob der funktioniert. Cool finde ich auf jeden Fall, dass der aus Berlin kommt. Also dass es auch wirklich eine deutsche Firma ist, ne? Ich finde es immer cool, wenn man lokale Firmen unterstützt. So, was haben wir denn als nächstes hier drin? Oh, Jean Darcel Shiny Powder Pearls. Oh ja, oh ja. Das finde ich richtig toll. Ich glaube, das war in der Sneak Peek. Ich glaube, das... Ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Und ich stehe ja auf diese Perlen, ne? Also ich schaue mal drauf. Hier hinten steht drauf, lichtreflektierende Puderperlen. Aha. Ach, guck mal, dann hast du ja auch so ein Puffelchen obendrauf. Oh,
wirklich nach nichts. Die sehen ja cool aus. Ich habe ja diese Perlen als Blush und das finde ich ja schon mal total cool. Und ich glaube, dieser Puffel ist aber eigentlich eher dafür da, um das irgendwie festzuhalten oder so. Ich weiß nicht, wenn ich da jetzt so reingehe. Ich kann ja mal gucken. Ja, ein bisschen Produkt nimmt das schon auf. Ich kann mich ja mal abpudern. Oder fühlt man sich jetzt so ein bisschen wie so oldschool, so ein bisschen, ne? Dass man halt mit so einem richtig, das ist so wie Fell, ne? Wie Kunstfell. Das ist richtig. Doch, cool. So ein bisschen, ne? Lichtreflektierende Perlen sollen das ja sein. Also quasi, ja, wie so einen leichten Glow auf die Haut zu geben. Ich habe ja nichts auf Haut. Ich komme ja gerade erst von der Arbeit, ne? Da puffelt man sich dann auch gerne mal zwischendurch ab. Ich finde, dass dieser Puffel das ein bisschen fleckig macht. Also der macht das nicht so, wie du das jetzt mit einem Pinsel oder so hinkriegen würdest. Aber es ist akzeptabel. Oh, Wahnsinn. Das sieht jetzt ein bisschen aus, als hätte ich einen Full-Face-Highlighter drauf, oder? Aber ich finde es ganz witzig. Naja, auf jeden Fall ein cooles Produkt, wo ich mich echt drüber freue. Also da, ja, entweder benutze ich den als ganz dezenten Highlighter, dann halt nur hier so. Oder halt wirklich als Full-Face. Das sieht auch mal ganz witzig aus, ne? Dann glänzt man. Aber sieht gesund aus. Ein gesunder Glow. Jean Darquel. Habe ich noch nie wirklich was von gehört. Als nächstes habe ich hier von TTZept eine Aromadusche drin mit Kokoswasser, weißer Pfirsich, Timurpfeffer, Blaubeere, Jasmin. Guck mal. Also die sind jetzt ja immer wieder drin. Ne? Ich hatte das schon mal in Schwarz in der Manbox mit drin. In Weiß hatte ich das auch schon mal in der Box mit drin. Und jetzt habe ich das hier in diesem Aprikot-Gedöns. Richtig cool. Pfirsichton. Ja, das käme hin bei Pfirsich mit drin, ne? Ja, das ist ein Duschgel. Ich habe schon 5 Milliarden Duschgels. Mal gucken, ob ich das verwenden werde. Oder ob das halt weiter wandert, ne? Muss man mal gucken. Oh, das riecht aber schön nach Pfirsich. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von säuerlichen Düften, aber ich denke, so ein Pfirsichduft ist eventuell ganz angenehm so im Sommer. Dieses Produkt hier von Triacle Moon, das ist Lovely Mint Story, ein Haarparfüm. Ja, also ich habe öfters mal tatsächlich Haarparfüms in der Drogerie gesehen, mir aber immer gedacht, na, ich weiß nicht. Jetzt habe ich es in der Box, jetzt wird es mal ausgetestet, weil ich mir nicht viel drunter vorstellen kann. Was soll so ein Haarparfüm machen? Also wenn ich jetzt normalerweise meine Haare so offen habe oder wenn ich Parfüm benutze allgemein oder so, ne? Ich mache mir das ja auch immer so ein bisschen in die Haare mit rein, dann riecht es ja per se schon mal danach. Ist, glaube ich, nicht ganz so gut für die Haare, weil das ja so ein bisschen austrocknet sein wird. Jetzt gucke ich mal, wie das aussehen wird mit dem hier. Also hier steht drauf, Minze verdreht mir schon immer den Kopf und zaubert viele Fans wie aus dem Nichts. Lila Küken mit glitzernden Gummistiefeln, die im Mondschein zum Picknick tippeln. Warum steht sowas da drauf? Ich finde es total niedlich, aber es ist irgendwie schon witzig, ne? So, bye-bye störende Gerüche. Toll auch für Sportmädels, Ausgehmäuse und Reiselustige. Passt in jede Handtasche, das kann ich bestätigen. 2 bis 3 Mal aus ca. 30 cm Abstand gleichmäßig aufs trockene Haar sprühen. Ich rieche erstmal so dran. Oh Gott, das riecht nach Zahnpasta. Okay, wenn es denn dann hilft. Okay, jetzt riechen meine Haare nach Zahnpasta. Hui, das ist echt winzig. Hm? Ja, ne? Aber ist halt ein Haarparfüm, aber riecht voll nach Minze. Ich glaube, dass ich sowas dann eher im Sommer tragen werde. Hat für mich aber überhaupt null irgendwas mit Oscar Night zu tun. Klar, jetzt, also das Puder hat was für mich mit Oscar Night zu tun, weil es einen Glow gegeben hat. Das Make-up-Schwämmchen finde ich ganz süß, ist halt ein Macaron. Macarons isst man dann vielleicht bei einer Oscar Night, ich jetzt persönlich nicht. Aber, ne, passt nicht so unbedingt zu Oscar Night. Duschgel, ja, man sollte vorher duschen, sonst stinkt man. Was zu essen, auch ganz gut. Aber das hier, das erschließt sich mir einfach nicht. Naja, ein Produkt haben wir noch drin. Und das ist von Boutique. Ja, verarsch mich nicht hier. Geil. Colors. Was ist das? Das ist eine volldeckende Farbe. Wahrscheinlich ein Lippenstift, oder? Ja, ne? Eine weiße Verpackung. Und hier steht so ein bisschen Boutique drauf. Das erkennt man jetzt nicht so gut in der Kamera. Hier steht Colors drauf. Und das ist hier Rich Copper. Das ist dann wahrscheinlich die Farbe. Und das ist ein Lippenstift. Oh mein Gott, was bist du für eine Farbe? Das ist so ein Kupferton. Ist Kupfer? Wahrscheinlich, ne?
So sieht das aus. Ja, ich habe jetzt ja noch nichts auf den Lippen, ne? Theoretisch könnte ich das mal ausprobieren. Mache ich doch einfach mal. Riecht süß und hat so ein witziges Füßchen, das halt in der Mitte ein bisschen dünner ist. Ja, also der hat sich schon ganz schön auftragen lassen, ne? Das Füßchen macht das schon ganz gut. Und ich finde die Farbe auch ziemlich witzig. Der fühlt sich an, als hättest du nichts auf den Lippen. Das ist sehr, sehr angenehm. Und die Farbe finde ich cool. Ja. Damit wäre ich dann ready for the Oscar Ja. Night. Mir fehlt noch ein bisschen was auf den Augen, aber ansonsten läuft, ne? Ich habe ein Glow im Gesicht, ich habe was auf den Lippen. Das heißt, in der Pinkbox waren schöne dekorative Produkte. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Ich habe mich ein bisschen davor gescheut, die Produkte von Boutique auszutesten, muss ich gestehen, weil ich nicht so viel Gutes darüber gehört habe und weil die echt nicht günstig sind. Aber wenn das jetzt so in der Box mit drin ist, Pinkbox, mega geil, Leute. Also beschwere ich mich nicht, finde ich richtig cool. Also ich fand die Box eigentlich gut. Hat jetzt nicht alles hundertprozentig zum Thema gepasst, muss ich sagen. Ne? Also das Haarparfüm, naja, kann man mal machen, muss man aber nicht. Ein Duschgel muss nicht unbedingt in der Box für mich drin sein, weil ich einfach so unheimlich viel habe. Ne? Das ist aber auch einfach mein Problem. Da kann die Pinkbox ja nichts für. Die können das ja nicht wissen. Und ja, aber ansonsten, ich finde den Lippenstift cool. Ich finde den Macarons-Puffel auch ganz cool. Ach, dieser Glow-Puder. Finde ich mega. Und gegen was zu essen habe ich ja nie was einzuwenden. Ne? Ich bin gespannt auf den Gesamtwert der Box. Wirklich. Also, was kostet denn wohl? Ein 50er? Ich tippe jetzt einfach mal 50 Euro. Ja, wir sagen jetzt einfach mal 50 Euro. Ich blende euch aber hier mal ein, was der tatsächliche Wert ist. Und bin wirklich gespannt, ob es wirklich 50 Euro sind. So, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten alle Infos zur Verlosung unten in der Infobox drin. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!